Hallo Freunde und willkommen zurück zu Isaac Rebirth. Ja, ich habe heute überlegt, wir machen heute mal eine Challenge. Habe ich Bock drauf. Ich hoffe, der Ton passt jetzt, weil das hatte ich bei mir irgendwie eben alles umgestellt. Ich hoffe, der ist nicht zu leise, der Sound. Weil ich nehme das Ganze mit OBS auf und da sind die Stimmen natürlich nicht getrennt. Wow, mir fehlen aber noch viele Challenges, wenn mir jemand. The Purist. Krass, okay, aber ich würde sagen, wir spielen mit The Pitch Black. Fangen wir an. Pitch Black ist ziemlich Pitch Black, würde ich sagen. Pitch Black ist so eine Sache. Also ich habe bei meinem privaten Stand, ich glaube, zwei Versuche mit dem gebraucht. Wir sind Isaac. Wer hätte das erwartet? Hier gibt es wenigstens noch Itemräume. Das Problem ist, du siehst dein Leben nicht. Wer da oben rechts sieht, oder oben links sieht. Wir sehen unser Leben nicht. Wir kriegen zum Anfang direkt mal das beste Item auf der Welt. Und zwar ist der Black Bean. Da. Zwei Bomben braucht das. Ich meine, da wäre immer so ein Bett drin. Also ich hatte, als ich das mal auf. Oh Gott. Okay, das fängt super an. Das fängt Knorke an. Envy als im ersten, in der ersten Ebene finde ich immer übelst scheiße. Weil Envy einfach so ein nerviger Gegner ist. Das dauert einfach so ewig lange, den platt zu machen. Wie ihr seht, der teilt sich halt immer wieder auf. Wird irgendwie immer saurer. Saurer? Säuriger. Sau. Au! Boah. Ja, seht ihr? Halbes Herz Schaden. Muss ich mir merken. Isaac hat drei Herzen. Halbes Herz Schaden habe ich genommen. Und ich würde sagen, der Run wird nicht so toll. Aber man kann auch aus einem schlechten Run einen guten Run machen. Auch wenn ich davon nie so wirklich überzeugt bin, weil ich eigentlich immer so einer bin, der sch ziemlich schnell resettet. Vor allem bei Wharf of the Lamp war das so. Wenn der erste, wenn das, Alte, das erste Item im Itemraum scheiße war, habe ich resettet. Ah, Trollbombe. Will ich nicht. Gibt's hier ein Herz drin? Nein, eine Pille. Yay, Pheromone. Aber wenigstens sind die Gegner sehr gnädig mit mir, muss ich sagen. Gibt's hier einen Stein mit einem X drauf? Nein, in einem Kackhaufen gibt's eine Münze. Wow, oh Gott, zwei große Räume, ich freue mich. Okay. Wow! Boah, hab ich mich erschrocken. Ganz vergessen. Ich habe schon ewig kein Isaac mehr gespielt. Jetzt habe ich so allgemein nicht so viel gespielt. Aber was ich direkt mal am Anfang noch sagen will, für die Leute, die Twitter haben. Twitter, also nee, allgemein, Twitter kann man, also verfolgt man, was will ich sagen? Alter, komm zum auf den Punkt, du Idi. Oder ist das halbe Herz wieder, ich bin wieder full. Was wollte ich sagen? Weil derzeit nicht so, weil derzeit ziemlich unregelmäßig was hochgeladen wurde. Das liegt daran, dass ich halt leicht erkältet bin, gerade geht's. Also ich hatte heute, nee, die gestern und heute Morgen hatte ich noch relativ krasse Halsschmerzen, deswegen habe ich nichts aufgenommen. Jetzt gerade geht's. Und bei Twitter kann man halt am schnellsten was verfolgen, weil da bin ich halt am aktivsten. Bei Facebook bin ich nämlich nicht so aktiv. Weil Facebook, ich mag Facebook nicht. Das könnte daran liegen. Ist hier ein Stein mit nix? Ich glaube nicht. Deswegen ist es halt so, dass. Man, falls, wieso lädt der nichts hoch? Also, falls das jemand denkt, warum lädt der nichts hoch? Was ist da los? Und so. Auf Twitter findet man immer am aktivsten, also am schnellsten. Also, ich poste es regelmäßig. Also, wenn irgendwas ist, warum was los ist, poste ich das auf jeden Fall. Daher, wow, ich bin über das Herz gejumpt. Habt ihr das gesehen? Krass, Alter. Oh nein. Wieso kriege ich den in den ersten Raum? So ein tolles Item habe ich auch nicht bekommen, dass der an. Kommen ist. Aber wir kriegen Cube of Meat im ersten Raum. Das ist ein Cube of Meat ist eigentlich ganz, ganz sweet. Und so einfach ist er nicht. Der Charge halt immer. Boah, ich hoffe, ihr seht was. Auf YouTube ist das ja alles noch dunkel. Ich sehe ja schon kaum was. Und das zieht sich halt bis Mom hin. Ja, auf jeden Fall. Ich komme schon wieder vom Thema ab. Twitter. Könnt ihr mich followern? Dann kommt ihr. Seid ihr eigentlich immer auf dem aktuellsten Stand? So, das wollte ich damit sagen. Falls mal was nichts hochgeladen wird. Das hat meistens immer seine Gründe, wenn ich nichts hochlade. Und die sage ich dann meistens Bescheid. Also die sage ich dann euch meistens auch. Ich habe Bord einmal getroffen, halbes Herz zurück, plus blaues Herz, okay. Cube of Meat, hier ist kein blauer Stein oder so. No. Okay, gehen wir weiter. Wir haben keinen Schlüssel. Das ist mies. Ich hoffe. Na gut, den Boss Rush will ich natürlich nicht machen. Auf den habe ich jetzt. Hier in einem, auf einer Challenge keine große Lust. Und ja.
Wow. Außer es gibt noch irgendwas extra dafür. Das weiß ich jetzt nämlich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mit dem Boss Rush habe ich auf meinem privaten Spielstand eigentlich bei jedem gemacht, glaube ich. Also mit Lazarus und so habe ich das jetzt letztens nachgeholt. Ja, ich bin gerade dabei, mit jedem Blue Baby zu killen. Und ich habe halt inzwischen das Polaroid und das Negativ. Und versuche halt, das war schlecht, ein blaues Herz weg. Also zumindest. Okay, jetzt ist es weg. Da ist auch ein blauer Stein und ein halbes rotes Herz weg. Da. Ah, ich habe nicht mal einen Schlüssel. Ranger. Okay. Kann ich mit leben. Und. Ja, ich versuche halt mit jedem gerade Blue Baby zu holen. Also platt zu machen und danach halt mit dem Negativ irgendwas. Hab ich persönlich noch nicht gemacht mit dem Negativ. Ich habe keinen Schlüssel. Bitte gib mir noch einen Schlüssel. Gib ihm einen Schlüssel. Bitte gib mir einen Schlüssel. Wow. Das war lucky, dass ich da nicht von den Fliegen getroffen worden bin. Ah ne, die machen gar keinen Schaden, glaube ich. Die. Wieso konnte ich das aufnehmen? Das macht mir jetzt gerade Angst. Wie viel Leben habe ich? Ich habe gerade. Ich glaube, ein halbes Herz, ne? Ich meine, ich müsste jetzt wieder voll sein. Ich hoffe, ich kriege einen Schlüssel. Gib mir doch bitte einen Schlüssel. Gib mir einen Schlüssel. Nein, keine Bombe. Ein Schlüssel. Oder ist hier der Geheimraum? Mit einem Schlüssel drin? Nein, mit der Schaufel. Die Schaufel macht, du kannst damit eine Ebene überspringen. Das ist, glaube ich, ein 6er Charge. Naja, ist ein 6er Charge. Nicht so toll. Nicht so toll. Ja. Ich muss sagen, Isaac ist relativ easy geworden. Also finde ich finde ihn einfacher. Da ist der Boss, den könnte man, ja, könnte man machen. Wir haben keinen Schlüssel. Das ist das, was mich gerade ein bisschen sehr abfuckt. Ich hoffe, wir kriegen Devil Deal wenigstens. Oder Monstro gibt uns irgendwas Cooles. Pentagramm. HP-Up wäre auch okay. Oder so. Ich glaube, was anderes kann er, glaube ich, gar nicht droppen, außer Speed. Speed kann er droppen. Mom's Pillback kann er eventuell auch. Ich glaube, der kann noch nicht mal Pentagramm. Also Pentagramm habe ich bisher immer am meisten vom Pin gekriegt. Wow, da hat meine Tastatur wieder gespannt. Ich spiele das Ganze immer noch mit Tastatur. Ich habe es noch nicht mit dem Controller versucht, weil ich zu faul bin, den Controller rauszuholen und anzuschlägen. Schon traurig, aber naja. Da ist ein halbes Herz, ich will jetzt wissen. Oh, das ist Damage Up. Das ist nice. Damage und Speed Up. Okay, wir sind voll. Wir haben keinen Deal bekommen. Egal, auf jeden Fall, Damage Up ist schon mal sehr gut. Ich will aber immer noch einen Schlüssel haben. Ich hasse es, einen Itemraum auszulassen. Ich hasse es. Nee, dich will ich nicht sprengen. Ein Schlüssel wäre richtig cool. Da werde ich mich auch nicht reinsprengen können, wenn da der Geheimraum war. Oh nee. Bitte gib mir einen Schlüssel. Gib mir einen Schlüssel. Du bist so grün. Grün. Wie ein Schlüssel. Nein, wie eine Batterie. Oh, Schlüssel. Okay, bitte lass es was Gutes im Geheimraum, im Itemraum sein. Bitte. Ah, oh, Daddy's Long Legs ist okay. Ist okay. Ist eigentlich ein ganz solides Item, will ich meinen. Okay, weiter will ich aber die Ebene noch nicht erkunden. Wir können ja so cool sein und die Schippe nehmen, anstatt die Tür. Aber nein, so fresh bin ich dann doch nicht. Gut. Curse of the Darkness. Da ist ein Curse Room. Merke ich mir mal, falls ich ein Herz hier irgendwo. Wow. Das habe ich mich erschrocken vor den Füßen meines Vaters. Stellt euch das mal in Real Life vor. Papa, ich habe Angst vor deinen Füßen. Die trampeln mir immer so auf dem Gesicht rum. Wow, dass ich da nicht getroffen worden bin. Die hier, die heilen einen übrigens komplett. Ich will aber den. Dann gehe ich erst in diese Richtung, weil ich den noch nicht aufmachen will. Wow, danke, Vater. Bist du großzügig zu mir? Und ich hoffe, wir finden Schlüssel inklusive Itemraum. Schnell. Oder. Hat er Two of a Kind gemacht? Nice, ey, was ist los? Da ist ein Herz. Wir könnten in den Curse Room gehen. Und hier geht's nicht weiter. Wir könnten in den Curse Room gehen. Mache ich auch, glaube ich. Hier liegt auch noch ein halbes Herz. Ja, machen wir mal eben. Was haben wir hier? Eine Trollbombe und Fliegen. Okay. Oh, wir müssen jetzt merken, wir haben ein halbes Herz Schaden. Und Sloth. Sloth ist eigentlich ganz cool. Der kann gute Karten droppen. Bitte, oder Bob's Rotten Head würde ich mich auch mit. Oh, hätte ich mich auch mit anfreunden können. Strength ist natürlich auch gut. Macht einen stärker und gibt einen ein Herz dazu. Oh, bei dir überlege ich mir erst noch ganz genau, ob ich mit dir spiele. Eigentlich ja, aber. Oh, ein Schlüssel. Aber ich habe noch ein bisschen zu wenig Münzen. Finde ich jetzt zumindest. Und da sind wir wieder voll. Okay.
Nice. Feuer meint, also Flaming Tears, wir haben jetzt Feuertränen, nur die explodieren manchmal, da muss man ein bisschen aufpassen. Würde ich eigentlich ganz gerne machen, wenn ich einen Schlüssel hätte. Ansonsten, na, muss nicht sein. Ja, aber mit dir würde ich auch ganz, dir würde ich das auch ganz gerne geben, aber ich überlege mir das noch, ich überlege mir das noch. Ja gut, jetzt muss ich da durch. Also ich hätte den da unten kaputt machen können. Ja, ich weiß, aber nein, bin ich zu faul für. So, die explodieren halt manchmal. Was war das für eine Pille? Ich glaube, Pheromone oder so. Nix, nix Atemberaubendes. Und die, das sind, wow, wenigstens machen die Licht. Sei meine wandelnde Kerze. Nein. Gut. So. Oh, nice. Fein gemacht, Vater. So haben wir hier soweit alles. Wir haben den Itemraum. Wir könnten da oben noch rein. Muss aber nicht sein. Die Pille interessiert mich nicht. Ja, volles Leben müssten wir haben. Gertie Junior. Okay, jetzt haben wir gleich kein volles Leben mehr, weil Gertie Junior ist so ein Gegner, den ich nicht so wirklich. Ja, ich finde, der ist extrem schwer auszuweichen. Aber wir kriegen unser halbes jetzt wieder. Wir sollten voll sein. Ja, und noch ein HP, ab der übrigens auch von der Full Health ist. Sprich, wenn wir Schaden hätten und das HTP aufnehmen. Okay, wir haben keinen Devil, den wir kriegen. Dann wären wir jetzt wieder Full Health. Spätestens jetzt. Und ja. Was da? Achso, das war ein Boss Room. Da ist ein Arcade Room. Brauche ich nicht unbedingt. Wir sind. Catacombs 2. Ist, glaube ich. Ich habe jetzt gar nicht drauf. Ich weiß nicht. Nee, ist nicht die Marm-Ebene. Nee, nee. Oh, doch. Nee. Doch. Müsste die Marm-Ebene sein. Also, sprich, letztes Item für uns. Dann, also bis jetzt würde ich sagen, es sieht ganz gut aus. Wir haben 4 Herzen. Das ist natürlich nicht so gut, weil ich bei Marm ziemlich oft getroffen werde, weil das. Ich finde, das ist so mit Abstand eine der schwersten Bosse. Also hier Marms Fuß. Also ich habe mit Marms Fuß am meisten Probleme. Mit Isaac am wenigsten. Ja. Und dann so. Ne, mit Satan habe ich die meisten Probleme. Ich mache Feuer mit Feuer kaputt. Das Logik. Boah, das meinte ich. Ich müsste jetzt schon ein Herzschaden genommen haben. Außer Explosionen. Also die Feuerexplosionen machen auch ein Herzschaden. Da kann es sogar sein, dass ich gleich abkratze, wenn ich jetzt nicht ein Herz mal finde. Oder ein blaues Herz oder so. Das wäre noch ziemlich awesome. Da ist ein halbes Herz. Muss ich nehmen. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Das ist so das nächste Problem. Oh, cool. Das ist hier ganz angenehm. Dass sie alle in der Mitte sind. Das ist ganz cool. Gibt es hier einen Stein mit einem X im Kreis hier? Nein, aber eine Kiste. Es wäre schon eine Überlegung wert. Ich glaube, das mache ich auch. Auch wenn ich nur eine Bombe habe. Ja, okay. Ich krieg die Bombe aber wieder zurück. Also es ist eine Win-Situation. Und ich habe noch Geld dazu bekommen. Wow. Okay, ich wollte schon sagen, was kommt da auf mich zugelaufen? Was für eine Kackspinne. Ich habe Angst, dass es immer in meine Fresse explodiert, so wie der da jetzt da. Okay, das ist eine Pille. Ha. Ich glaube, die Pille lasse ich mal. Pillen können einen den Run ziemlich mies kaputt machen. Ja, nee, sah aus wie der Boss. Okay, wir könnten hier rein theoretisch gesehen die Steine noch kaputt machen. Die Pilze, da könnte ein All Stats Up drin sein. Ein Liberty Cap, Pillen, viele. Und alles, was mit Pilzen zu tun hat. Also sprich der Maxi-Pilz. Ja, Liberty Cap und der Minimash. Würden mir jetzt so spontan einfallen. Okay, ob da ein Odd-Fat-Mushroom drin sein kann, weiß ich nicht. Hatte ich jetzt persönlich schon nicht. Und hier diesen Tears-Rate-Up-Pilz da. Diesen. Ah, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Kriegen wir den? Nein, wir kriegen 10 Bomben. Geil. Wie heißt der? Wie heißt der? Odd Skinny Mushroom, glaube ich, ne? Der kann da noch drin sein. Wieso kriege ich Bomben? Ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. Das ist so mein Hauptangst gerade. Und wir müssten Marm. Wir versuchen es, komm. Ach, nö, wir sind noch gar nicht bei Marm. Gut. Wollen noch nicht bei Marm. Ich habe gedacht, wir sind bei Marm. Ah, nee. Marm kommt Debs. Debs. Was war Katakomben nochmal? Schwierige Version von Debs. Nee. Doch, klar. Nee, gar nicht. Nekrop. Nee. Oh, ah. Okay, nee. Doch, von. Ach, egal. Okay, wir sind full. Das ist schön. Was ist das? Was macht das? Tears plus Shot Speed Up. Ah, gut, kann ich mit leben. Wir könnten noch in den Arcade gehen. Muss aber nicht sein. Ja. Rein theoretisch gesehen. Warte, ich muss noch ganz kurz gucken, wo wir sind. Okay. Nächste Ebene kommt mal. Necropolis, genau, das ist die schwierige Version von Debs. Waren da nochmal Caves? War da das andere? Doch.
Ah, bin ich jetzt gerade total verstrahlt? Was ist da los mit mir? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich denke, ihr wisst's. Und dann, ein HP ab. Ah. Müsste ich mir merken. Merken ist bei mir aber derzeit so ein Ding. Oh oh. Oh oh, ich will mir überlegen, die Ebene. Wow, fuck. Wow, ich werde gerade zu oft getroffen. Und ich habe zu wenig HP. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. Das macht mir immer so viel Angst, wenn ich nicht die Kontrolle habe über das, was, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wenn man keine Kontrolle hat über sein Leben in Videospielen. Zecke. Könnte ich eigentlich nehmen. Ist nicht so tragisch, ehrlich gesagt. Das macht halt 15% HP weniger des Bosses. Ist eine Erleichterung. Ist eine Erleichterung. Oh nein, das sind Gravity-Tränen. Bin ich nicht der Fan von. Mag ich nicht. Also ich mag das Item nicht. Ich weiß es noch nicht. Ob ich das nehme. Ich weiß es noch nicht. Hier ist auch der Boss. Aber ich werde die Zecke, glaube ich, mitnehmen. Glaube ich, werde die Zecke mitnehmen. Was ich eigentlich noch ganz gerne hätte, wäre. Ja, ich nehme die Zecke mit. Ich nehme die Zecke mit. Das macht die Bosse halt ziemlich einfach. Marm kommt auf keinen Fall. Weh, jetzt kommt Marm. Oh, noch schlimmer. Hier werde ich Strength einsetzen. Hier werde ich. Es kann nämlich sein, dass ich hier sterbe. Es kann sehr gut sein, dass ich hier sterbe. Gut, dass ich die Zecke genommen habe, ey. Bringt er natürlich hier hoch. Kann er jetzt nicht wirklich Schaden machen. Oh, nice. Daddy hat's gemacht. Zwei ganze Herzen, das ist schon mal ganz gut. Ein Speed-Up. Was soll ich mit einem Speed-Up? Ich brauche HP. Nur ein bisschen. Gravity-Tränen. Kann eigentlich ganz gut gegen Mom sein. Wenn du dir halt so eine kleine Barrikade aufbaust. Oh, ich bin voll. Das ist gut. Oh, ach, in dem Raum war ich noch gar nicht. Ich hab gedacht, ich war hier schon drin. Geld brauche ich jetzt nicht. Ich suche gerade eigentlich den Shop. Aber in der Hoffnung, dann noch vorher einen Schlüssel zu. Ich bin voll, ne? Ja, ich bin voll. Okay, ich habe 4 Herzen. Okay. Gibt's hier keinen Shop? Doch, hier unten könnte ein Shop sein. Weil ich mein Geld ganz gerne noch vorher donation will. Beziehungsweise, ne, warte mal, das können wir in der nächsten Ebene machen. Ja. Bin ich. Wow! Das ist nicht gut. Ich hasse diese Herzen- und Masken-Dinger, ey. Die sind unberechenbar. Wow, eine Karte. Bitte lass es eine gute sein. The Sun. Nice. Toll. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel Leben ich habe, wäre die gut. Oh, Last. Okay, kannst mir Poison Touch geben, habe ich nichts gegen. Nö, gibst du mir nicht. Gibst mir eine Pille, die ich nicht nehmen werde, weil ich will keinen Health Down oder so haben. Könnte natürlich auch eine Tears Up sein oder eine Health Up oder sonst was. Klar, kann alles sein, aber man weiß es nicht, ne? Man ist sich da natürlich nicht so sicher. Und ein Health Down wäre jetzt ziemlich fatal für mich. Weil ich eh nur 4 Herzen habe. Jetzt wahrscheinlich nur noch 2 oder so. Okay, da haben wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Gut, ich erkunde nicht weiter. Auf jeden Fall habe ich kein volles Leben. Ich nehme jetzt dieses Herz mit, dieses Herz mit. Habe ich hier noch Herzen rumliegen? Ja, da unten ist noch ein Herz. Und beim Boss liegt noch einer. Wir gucken. Beim Boss den. Kann ich den? Kriege ich den? Ja, und wir gehen weiter. So, wir haben jetzt 5 Herzen. Und wir sind auf der letzten Ebene. Da ist nochmal ein Arcade. Könnte ich eigentlich auch dran spielen, aber ich würde eher mein Geld. Brimstone. Mein Geld ganz gerne donaten, weil wir auf 999 Donates kommen, müssen, um das letzte Item freizuschalten. Das müsste so eine Art Stoppuhr sein, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich weiß auch gar nicht, was sie genau macht. Kacke, die Kack. Mich würde mal interessieren, wenn ich jetzt die Schippe einsetzen würde. Also hier die Schaufel, wo ich dann landen würde. In so Womp. Aber die Challenge geht doch nur bis. Ah, da komme ich nicht hin. Oder in Curse Room. Kommt drauf an, wenn ich weiß, wie viel Leben ich habe. Vielleicht. Nein! Oh Gott, das ist ja mies. Okay, mein Vater macht das. Ich weiche aus, du machst das. Wehe, du gehst jetzt auf eine Maske. Ich hau dich kaputt. Geh auf das Herz. Nice. Und jetzt noch das andere. Ah, nein! Ja, fast, komm. Ich versuche auch noch einen Treffer zu. Haha, nice. Teamwork.
Okay, das geht. Das geht, das geht. Und da ist ja auch der Itemraum. Ich habe die Anti-Gravity-Dinger nicht mitgenommen, ne? Two of Clubs. Ja. Nein. Oh, Ank. Ja gut, wir haben noch ein Pro, wir haben noch ein Leben und kommen aber als Blue. Schön, dass hier der goldene Schlüssel ist. Oh yeah. Nehme ich sehr gerne mit. Nehme ich auch jetzt schon mit. Das ist eh die letzte Ebene für uns. Der Boss, den muss ich. Oh, mir ist mir aber aufgefallen, in der Challenge hier haben wir bis jetzt nur. Okay, noch ein ganzes Herz. Haben wir bisher den Itemraum vor dem Boss gefunden? Das ist auch so eine kleine Sensation. Da ist der Boss. Ich würde aber ganz gerne gleich noch im Arcade spielen und gucken, wie viel Herzen ich habe, ob ich voll bin oder nicht. Wenn ich voll bin, habe ich 6 Herzen durch das Soul Heart. Ja, das ist so ein Key. Brauche ich nicht mehr. Ist eh die letzte Ebene. Wie gesagt, nein, ich bin so doof. Okay, unser blaues Herz ist weg. Aber ich würde ganz gerne mit dir spielen. Du könntest mir ein HP abgeben. Macht er eigentlich, glaube ich, zu fast 90%. Ja. Dogfood. Nee, Dessert. Dogfood war was anderes. Okay, wir könnten den Geheimraum suchen. Müssen wir aber nicht. Wir könnten auch daran spielen, anstatt dem McCade eigentlich. Da ist der Geheimraum nicht. Könnte hier oben sein. Schöner, leichter Gegner. Ein halbes Herz. Okay, ich bin voll. Ich bin full. Full life. Wie viel haben wir? 21 Minuten. Ja, ich würde sagen, wir besiegen mal eben Mom und schließen damit dann die. Oh nee, ich will unbedingt den Shop noch finden. Ich will mein Restgeld donaten. Auf Boss Rush bin ich nicht aus. Nicht in einer Challenge. Ist hier der Boss? Ne, hier ist nicht der Shop, ne? Ne. Würde ganz gerne. Ich könnte natürlich jetzt gerade auch richtig dumm sein von mir, dass ich jetzt irgendwie mehr Herzen noch verliere, aber ich will das Geld donaten. Jo, da ist schon mal ein Herz oder ein halbes Herz weg. Dann werden wir eventuell noch im Arcade kurz spielen, um wieder Full Heart zu werden. Gucken. Je nachdem, wo der Shop ist. Hier gibt es keinen Shop. In der Ebene. Ja, toll. Hier gab es, glaube ich, schon gar keinen Shop, ne? Ja, da könnte was dran sein, aber wir könnten die noch sprengen für Soul Hearts und den Geheimraum. Warum nicht? Auch kein Soul Heart und Greed. Ja, super. Da habe ich schon. Oh, vielleicht ist es eine McCain Donation Bank, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist. Die gibt es in den Challenges gar nicht. Die Donation-Dinger. Ich glaube, die wurden rausgenommen. Ich glaube, ja. Okay, halbes Herz. Gut, dann spielen wir jetzt nochmal ganz kurz im Arcade, bis ich ein halbes Herz habe. Wow, hier gibt es ja viel. Gib mir mal ganz kurz ein halbes Herz, bitte. Schnell. Danke, bin ich voll? Ich bin voll. Das wollte ich nur wissen. Gut, dann besiegen wir jetzt Mom und Ben, wa? Ich muss ungefähr mitzählen. Ich habe. Hatte ich jetzt noch ein Soul Heart gekriegt oder nicht? Weiß ich nicht. Ich sag mal so, ab 2, 3, 4, 5, 6 Treffern tue ich die Sun-Cutter einsetzen. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal. Wow. Ich weiß nicht genau, wann ich die einsetzen soll. Das ist so peinlich. Aber was heißt peinlich? Es ist ja nicht unbedingt peinlich, wenn ich nicht weiß, wie viel Leben ich habe. Wann ich die Sun-Karte einsetzen soll. Aber ich glaube, ich setze die jetzt einfach ein. Einfach um nur mal sicher zu gehen. Mom ist eh gleich tot. Genau jetzt. Und wir kriegen nochmal hier so Speed-Up und Size-Down. Und wir kriegen den Pokal. Und somit haben wir die Rune auf Krauss freigeschaltet. Das ist dieser Stein, von dem ich mal geredet habe. Gut, damit haben wir die Challenge abgeschlossen. Hi, Bro, habe ich nicht geschafft bei mir. Hier fehlen noch. Boah, hier fehlen aber noch richtig viele. Weiß gar nicht, habe ich bei meinem Privatstand eigentlich alle? Nee, eine fehlt mir noch. Zwei fehlen mir noch. Okay. Könnt ihr für die Leute, also der Part ist jetzt vorbei, für die Leute, die es noch interessiert, die können, weil ich mal ganz kurz hier zeigen will, wie weit ich bin, für die Leute, die es halt interessiert, skippe ich es einmal kurz so durch. Oben links seht ihr das ja? Also Herz ist It Lives, das Kreuz links ist Isaac, das Kreuz rechts Satan, das in der Mitte der Boss Rush und unten links, das ist Blue Baby. Nur für die, die es halt interessiert. Ja. Also am wenigsten habe ich mit Maggie und mit Blue Baby gespielt. Mit Azazel hatte ich voll die Probleme. Komm da nicht irgendwie, komm mit dem nicht mehr zum Blue Baby. Keine Ahnung, was da los ist. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also, oder rein!